Willkommen zu weiteren Brawl Stars auf diesem Kanal, Leute. Und zwar, Leute, kaufen uns heute Free-to-Play unseren ersten Skin für Gems, und zwar Panda Danita für 29 Gems. Das ist richtig, richtig krass. Ich kann auch gerne mal zeigen gleich, dass ich noch nie einen Skin für Gems gekauft habe. Also halt hier auf meinem Hauptaccount bei über 31.200 Pokalen. Genau. Und ich würde sagen, erstmal Panda Danita auswählen. Mal so richtig, richtig geil. Der Skin zwar nur 29 Gems kostet, aber ja. Ich feiere den Brawler Danita auch sehr, sehr, und ja, genau. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch am besten mal ganz kurz nochmal, dass ich bisher keinen anderen Skin gekauft habe. So, ganz kurz nochmal als Beweis, dass ich keinen anderen Skin für Gems gekauft habe hier. Let's go. Colt, B kein, Leon kein, Boxer nur den Championship Skin, genau. So, Bull nur diesen Barbarenkönig zum Supercell 10. Geburtstag, glaube ich, ne? zum 10. Geburtstag von Supercell. Genau, Bibi kein. Shelly nur den Flex Skin, genau. OG. Stu kein. Daryl kein. Surge kein. Bo nur Goldmecher. Genau, nur Goldmecher. Und Jackie kein. Kein, nur Gold. Boxer auch keinen. Jean auch nicht. Edgar nicht. Spike nur den Sakura. Den konnte ich mir auch für Gems leisten. Für angesparte Gems, genau. Dann nochmal Gale, genau, auch nochmal den Brawl Pass Skin, genau. Tick keinen, Poco auch noch Brawl Pass Skin, Nani kein, Jesse den Free Skin, genau. Penny kein, Mr. P kein, Mortis den Free Zylinderträger, glaube ich noch, genau. Brock den Free Skin, genau. Ems kein, Sandy kein, Tara kein. Byron auch nicht, Nita nur den Halt-Tip Panda, den wir gerade gekauft haben. Den PSG bei Dynamite, genau. Achmed kein, Barlene Super ID. Rico den Free Skin. Karl und Piper auch nicht, Pam auch nicht. Genau, Frank nicht, Sprout und Amber auch nicht, genau. Dann nochmal Colette, den Brawl Pass Skin, und genau, das war's mit dem Brawl auch schon und auch mit dem Video. Genau, das war's auch schon, genau. Richtig, richtig geile Sache, den Danita Skin, Panita für 29 Gems gekauft, sehr, sehr cool. So kann ich auch immer noch den Brawl Pass in Season kaufen. Und genau, 513 Gems plus 90 Gems, die man bekommt, wenn man Brawl Pass, sind auf jeden Fall über 169 Gems. Das passt auf jeden Fall. So, würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.